Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Na dann. Folgen wir mal unauffällig. Was? Ob den sollten wir direkt aufessen für diese Beleidigung. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Sie wird sich das merken. So. Das wäre fürs Erste. Ich verzieh mich, Jungs. Danke für die Aufmerksamkeit. Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Ja, mal schauen. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Ja, wie gesagt, ich muss mir überlegen, was ich da machen oder mehr oder weniger sinnvoll einsetzen kann. Der lässt ja sich jetzt einigermaßen fahren. Vorerst. So. Dann mal los. So, was haben wir? Außerhalb von Polizei. Hallo. Ich war einfach nur mit meinem tollen Sportwagen durch die Gegend. Nur kein Stress. Dreist. Wir wagen einfach mal den anderen Wagen hier runter. Der arme Familienvan. Hör doch auf. Mal 20 Kilometer vorher überholen.
Aus dem Weg bitte, danke. Ich frage mich tatsächlich, ob wir den Wagen jetzt auch freigeschaltet haben zum liefern lassen. Aber wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob der ob das angezeigt wurde. So, da möchte ich mich einmal dran vorbeischleichen. Vielen Dank. Hier haben sie netterweise dann bitte noch Platz gelassen, so da gemütlich durchfahren können. Habt ihr denn eine Idee, was ich da an Kanalpunkten einsetzen könnte? Also wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt einfällt, was ein bisschen was bringen würde, wäre halt Link-Freischaltung, dass man halt Links posten darf. Ansonsten, wie kann man es denn noch belohnen? Emoticons freischalten ist ja eh schon von Haus aus. Das ist halt, also das wäre halt auch eine Sache. Da müsste ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch ein bisschen teurer oder billiger mache. Da habe ich noch nicht reingeschaut. Aber so Special-Dinger fallen mir halt im Moment auch keine ein. Und wie gesagt, ich habe von diesen Punkten habe ich halt absolut nichts. Das ist rein für euch, dass ihr halt... Also ich kriege jetzt nicht irgendwie Geld oder sonst irgendwelche Punkte für... Von daher bringt es halt vielleicht auch irgendwie nichts, die aufzusparen. Quinns-Auktion. Irak ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Irak finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Okay, dann stell mir den Wagen vielleicht schon mal so hin, dass ich notfalls entkommen kann. Als ob ich jetzt noch irgendeinen Verbrecherkonvoi machen würde. Also bitte. Na dann, schauen wir doch mal hier rein. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Okay. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Wenn schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Ja, da wissen wir auch, zu wem die Polizeiwaage. Ich werde für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn er der Polizeiwagen. Also sollte heute Nacht besser nichts schief laufen. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Leck mich. Diese Käuferliste behältst du erstmal. Vielleicht können wir damit ein bisschen Geld machen. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall mal
Zeit, das hier anzugehen. Alina? Ja, wie gesagt, es sammelt sich dann doch relativ schnell hier an. Du bist ein bekanntes Mafia-Mitglied. Interessant. Moment, da war noch ein Audiolog. Dieses Jahr überlasse ich Irek und seinen Viceroys die Verantwortung für die Auktion. Sie leisten gute Arbeit beim Drogenhandel in den Wards. Ich habe Irek versprochen, dass ich ihn belohne, wenn er sich als verlässlich erweist. Und das hat er. Wenn alles gut geht, muss ich in Zukunft keinen von meinen Leuten mehr dafür abstellen. Je weiter ich mich von all dem distanziere, desto besser. Nächstes Jahr kann ich mich vielleicht ganz raushalten. Die Auktionen haben mir ohnehin nie gefallen. Männer und ihre Libido. Solche Schwächen habe ich mir nie erlaubt. Also hast du dich irgendwie kastrieren oder sterilisieren lassen? Na dann. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Na, ihr? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei Irek. Okay, da hinten ist noch irgendwas zum Mitnehmen, wie es aussieht. Kann ich mit den Kameras eigentlich schon irgendwas reißen? Die ist schon verkauft, verdammt. Hier noch ein bisschen was rausholen. Ach, einen neuen Wagen gibt's auch. Oh, du hast kürzlich geheiratet. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Manche Gäste laufen rum, wo sie nicht zu suchen. Der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn's absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Und das klingt jetzt nicht so gut. Aber ja. Ist ja auch zu erwarten gewesen, dass wir hier nachher wieder rausballern müssen. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Irek. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Irek. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Irek sieht eine Option. Er sieht nur Profit.
Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin, die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke dir. Okay, dann verziehen wir uns mal. Ein nächtlicher Raub bei einem Autohändler hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Mehrere Luxusfahrzeuge wurden bei dem Einbruch entdeckt. Die Auktion ist vorbereitet. Die zehnte in 10 Jahren. Und diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Ich denke, das wird die Preise hochtreiben. Ich hoffe es. Sicherheit ist teuer. Die Polizei mag keine heimischen Waren. Es ist nur gefährlich für sie. Und gibt schlechte. Okay, ich darf mich dann hier, glaube ich, nicht ablenken lassen. Gucken, dass wir durchkommen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke dir. Ein nächtlicher Raub bei einem Autohändler hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. So. In Ordnung? Oh. Okay, ich muss schnell raus hier. Mhm. Jo, bleib auf der Bahn. Genau, bleibt schön wachsam, Mann. Bleib auf der Hut, Kumpel. Hoffe mal, dass du dich jetzt nicht umdrehst. Was ist? Hör doch auf, dich umzudrehen. Geh doch einfach weg. Ich möchte da gerne durch. So geht's ja auch. Was ist da unten? Nix. Wasser. So auf, dass du dich hier nicht erkältest. Was zur... Jetzt wieder hoch, okay. Ich versuch's dahin. Und das gilt jetzt noch, oder wie? Wenn du jetzt auch hierher kommst, wäre das nicht schlecht. Dann würde ich vielleicht auch noch ausschalten. Du liegst halt richtig gut da gerade.
Komm doch mal her. Immer wachsam bleiben, Alter. Jo, echt. Bleib wachsam. Bitte einmal rum. Busch. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Na dann. Danke dafür. So, dann machen wir mal kurz kurzen Prozess und kurz auf. Ich sehe nichts. Und ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. In Ordnung. Geh mal da bitte in Deckung. Dankeschön. Meins. Nummer zwei. Gut, die Knarre ist nachgeladen. Kommen wir denn jetzt hier raus? Haben wir irgendwo eine Kamera? Brauchen wir nicht, weil es hier wohl ist. Darüber. Ah. Meinst du? Fuck! Halt die Glubschaugen auf! Fuck, Mann! Hoffentlich nicht doch. Er glaubt, er wird überwacht. Ich frage mich von wem. Yo, nicht den Helden spielen! Scheiße, das ist richtig übel. Finde ich auch. Ey, der Pieps ist da, Bro. Treibt ihn raus, sonst wird er nicht los. Yo! Yo! Schade, die ist ein bisschen langsam, die Waffe. Gute Nacht. Einmal durchatmen. Warten. Dich erledigen. Bin doch schon in Deckung. Steh einfach auf und ich erlöse dich von deinem Elend. Ist in Ordnung.
Na? Los, zeigen wir den Wichser mal bitte. Kommen Sie noch mal her, bitte. Ich hab deine Schüsse gezählt, du Penner. Du bist fast leer. Naja, ich hab doch 300. Zeit, das zu Ende zu bringen, Arschloch. Wenn du mit dem Wies spielst, dann spielst du nach unseren Regeln, klar? Ah, komm. Ah, Busch. Ah, das hätten wir auch sprengen können. Ich hör's aber eben noch da. Das muss doch einen Schalter haben. Wo ist der? Der ist weg. Alter, das war echt zu knapp. Schade, hätte ja klappen können. Der geht nirgendwo hin. Fülle den. Rein gar nichts. Ich guck mal da drüben. Und hier schon mal rein gar nichts. Ich schau mal da drüben nach. Oh, er hat meinen Bro erwischt. Oh. Sich alle so gut verstehen. Aber hier geht's mit dem Vorankommen einigermaßen gut. Ich hab hier nichts, Bro. Ich hab aber was. Tom? Hey, das ist nicht nett. Wenn wir die durch so Pappdinger durchschießen können, kann ich es ja auch. Das hat auf jeden Fall gesessen. Aber gut, ich meine, hier habe ich halt auch den Vorteil, ich kann nach vorne, ich kann die Leute jetzt hier ausschalten und habe halt nur eine Seite von der Gegner kommen oder eine Ecke. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Okay, das sind mehr als diese vier. Ich hab noch nie verloren, Pussy. Hättest nicht herkommen sollen. Bleib mal da in Deckung, bitte. Okay, ich dürfte nicht so lange warten hier. Aber kriegen wir hin. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Pass gut auf. Hier legt doch Stich rein. Pass auf, Kurt. Ha, abgelenkt. Oh, das war gar nicht beabsichtigt. Tut mir leid. Sorry. Hier ist nicht. Ich gehe weiter. Okay, jetzt kommen sie, glaube ich, so langsam. Dem Hurensohn besorg ich doch. Klappe halten. Alles klar, Wollinchen, dann schlaf gut. Vielen Dank fürs dabei sein. Das ist dein Ende. Und gute Nacht. Du kannst mir nichts. Warum gibst du mich einfach auf? Ja, hau ruhig ab. Ich finde dich ja doch. Jeder, der uns unterstützen kann, wird für das, was herkommt. Genau. Mist, das wollte ich eigentlich noch verhindern.
blöd. Komm, geh da bitte hin. Ich muss ja eh da durch. Hi. Diese Fotze lege ich auf 1000 Meter um, ohne Witz. Echt jetzt? Cool. Der Schweinehund, der kommt von der Seite. Oh, ein Sniper. Ich sehe gerade nicht, wo ich hin könnte. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Bleib wachsam, Mann. Kriege ich das? Warte mal, wenn ich hier direkt hingehe, geht das etwas schneller? Also nach und nach kriegen wir sie ja weg. Komm, gib mir den zweiten bitte. Ich würde gerne verhindern, dass du hier Verstärkung holst. So, schalten wir dich mal aus. Ich könnten wir sprengen notfalls. Pass gut auf. Jo, jo. Hat das sonst noch wer gesehen? Nee, nee. Oh, Glück gehabt. Der war gerade bei uns in unsere Richtung unterwegs. Hey, wenn da jemand ist, dann kommt er jetzt besser raus. Der wie, der ihn schnappt, ein paar schöne Scheinchen. Augen auf! Ich muss diesen Bastard finden. Scheiße! Such ihn! Hm? Augen auf! Jetzt wird's warm! Hier ist nichts. Aber ich glaube, es wird so langsam. Wir haben es schon mal ordentlich aufgeräumt. Ne, ich wollte ihn eigentlich abschalten, bitte. Na, wo bist du? Ja, das ist, glaube ich, mit der Verstärkung. Ich komme nur leider nicht hin. Kommunikator können wir halt nur kurz mal stören, um ihn halt abzulenken. Ich glaube, ich muss doch langsam nach vorne. Mal hier Leute zerlegen. Da wäre noch was zu sprengen. Gehst da hoch, okay. Kannst du gerne machen.
So, jetzt dürfen wir dich aber kriegen. Ha! Vergesst nicht, die Augen offen zu halten. Ja, finde ich auch. Gute Idee. Hast du das denn gesehen? Yo! Yo, ich hab was gesehen! Wie denn? Da drüben! Huh? Yo, 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 pass auf! Hey! Pass auf deinen Arsch auf! Los, kommt erst wieder, wenn ihr ihn gefunden habt! Ja, echt. Hier ist nichts zu sehen. Ich geh weiter. Mach das. Genau, guck dir mal deinen Kollegen hier an. Ich sehe rein gar nichts. Ich guck mal da drüben. Mhm. Ich hab nichts. Ich geh mal weiter. Pass auf, der Kerl schießt! War jetzt nicht ganz so sauber? Hier ist nichts. Geh weiter. Da! Nachladen? Danke. Das ist nicht gut. Mach das. Ich schau mal da drüben nach, Claro. Hey, yo, nimm die Flucht. Was zum Henker? So, nur noch du, oder? Scheiße, so will ich nicht abkratzen. Hey, willst du, dass ich komme und dich hole? Nee, ich will eigentlich nur, dass du stirbst. Gekommen sein, ich weiß es. Willst du da den ganzen Tag bleiben? Oh Scheiße, nein! Echt gute Idee, uns quer zu kommen. So, Scharfschützenmunition. Gute Nacht. Du weißt, dass du alleine bist, ne? Findet ihn und reißt ihm den Arsch auf. Geht kein. Gute Nacht. Na gut, aber das hat dann den Vorteil, dass wir drin schon alles zerlegt haben. Sehr schön. Wäre sogar ein Scharfschütze gewesen. Jungs, ihr haltet echt zu viel aus. Selbst ihr solltet nach ein paar Kopfschüssen mal fallen, aber scheinbar nicht so ganz. Speicherpunkte. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Speichert doch, wenn ich in dem Ding da ankomme. Bleib wachsam, Mann. Doch, so trittst du ab. Weißt du wohl, du kannst dich verstecken, oh nein. Hey, yo,
Zack. So, dann warten wir noch kurz, bis wir dich sprengen können. Ich glaube, abgeschaltet haben wir die meisten jetzt. Das heißt, mit Verstärkung war es das. Was für ein DLC-Witz. Du könntest mal hier rüber kommen, dann kann ich dich sprengen. Aber ja, danke auch dir fürs Reinschauen, Kepu. Gute Nacht und schlaf gut. Kannst auch ein bisschen überdramatisieren. Wie viel Fähigkeit habe ich? In 4 Skillpunkte. Oh, cool. Beschleunige den Waffenwechsel. Ja. Ja. Dann, keine Ahnung. Nehmen wir da noch was mit. Halt bloß die Augen offen. Dann schauen wir mal. Ja, habt ihr leider. Werde ich zu dir kommen. Mann, ich hab den Witz schon gesagt, um ihn zu erwischen. Da ist gerade was kaputt gegangen. Du kleine Ratte, ich bin hier in dein Loch verzogen, was? So ungefähr, ja. Und vor, ich gebe euch Deckung von hier. Hey, guck nach, er war eben noch da. Das war knapp. Wenn ihr einfach hier raus. Ich habe gerade Ebert aus in den Kopf geschossen. Reicht das nicht? Der Typ ist doch bloß irgendein Bastard. Jetzt bist du in unserer Welt. Decken wird dich auch nicht halten. Ja, ich denke doch schon. Danke. Bleib mal locker, Baby. Rückt vor! Ich gebe euch Deckung von dir. Das Weißbrot. Scheiße, Mann! Hier. Ja. Ja. Oh. Habe ich eine Kugel verpasst? Ich glaube, das mit dem Schadensreduzieren hat sich schon gelohnt. Wartest du denn, Alter? Nimm endlich die Verpickung! So, hi. Du sollst eigentlich darüber springen, aber dann halt nicht. Kann der nicht alles haben. Hier gäbe es noch was zum Sprengen, interessant. Ist hier jetzt überhaupt noch irgendjemand? Wir haben jetzt halt noch einen Sniper da hinten. Er kann da aber auch gerne bleiben, wenn er unbedingt möchte.
Du bist also da oben. Interessant. Nö, nö. Passt schon. Na? Ich glaube, der Sniper kann jetzt einfach mal Sniper sein. Na dann, durchladen. Na, hier ist auch noch ein bisschen was an Explosivzeug. Gar nicht mal verkehrt. Ich glaube, wir haben ein Problem hier. Dann komm. Schau dir dieses Problem doch mal an. Bleib Wasser. Weiß ja nie. Überraschung. Ich kann einfach Popshots machen bei dem. Fällt mir gerade ein. Oder auf. Das war's mit dir. So, Kollege. Da hat die Steuerung wieder ein bisschen daneben gegriffen, leider. Aber es hat noch geklappt. Na komm, nehmen wir den Wagen. Der sieht ja ganz nett aus. Abflug. Wir müssen einfach nur hier raus, oder? Dann gib mir einfach mal einen Wegpunkt hier hin. Hi. Na, wie geht's euch? Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hier gibt's eine Riesenschießerei. Bei den Barrows, in Brandon Docks. An alle, es wurden Schüsse gemeldet bei den Barrows in Brandon Docks. Sehen Sie sich das an. Gut. Die Cops finden die Mädchen und bringen sie in Sicherheit. Und was die Bieter angeht, wenn jemand der Razzia entkommt, dann landet er wieder auf meiner Liste. Okay. Das könnte ja funktionieren. Menschenhandel. Untersuchen Sie verdächtige Aktentaschen in der Stadt. Hacken Sie verdächtige Käufer. Erreichen Sie Apartments. Brechen Sie ein. Finden Sie die Aktentaschen mit dem Beweismaterial. Alle 10 Aktentaschen, um eine spezielle Mission freizuschalten und den Menschenhändlerring komplett zu zerschlagen. Im Fortschrittsrat können Sie jederzeit sehen, wie viele Aktentaschen Sie bereits gefunden haben. Okay. Wieder eine Nebenmission, die ich wahrscheinlich nicht machen werde. Und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier bloßstellen. Und diesen Ring sprengen. Mr. Pierce? Jax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen.
Wenn sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der stillsitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Hm. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Da ist er. Na gut, dann schauen wir doch mal. Natürlich wieder in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Okay, das klingt nicht gut. Haben sie sich schon aufgespürt? Halt durch, Junge. Ich komm dich holen. Okay, dann schauen wir mal. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, er bewegt sich. Sorry, ich habe gerade keine Zeit für irgendwelche Nebenmissionen. Ich habe auch, also auch neben, sonst, also jetzt keine Zeit und sonst keine Lust. Passt schon. Da war nur ein Polizist, der war dann wahrscheinlich korrupt. Ich denke nicht, dass der offiziell da war. Ich denke, das sollte da auch nicht unbedingt rauskommen. So, wie sieht's denn aus? Oh, du bewegst tatsächlich nicht. Okay, das ist gut. Dann schauen wir, ob wir dich abholen können. Kinder, es ist eine Autobahn. Fahr doch mal schneller. Einmal aus dem Weg, bitte. Autsch. Ja, aber theoretisch müsste das jetzt ja einfach relativ geradeaus, so wie es aussieht. Da sollte es nicht mehr allzu viel schief gehen. Das heißt, wir preschen jetzt hier durch. Und dann kommen wir hoffentlich gleich beim unserem Neffen an. Nicht abbiegen, bitte. Ich hatte übrigens grün. Rechts vor links, ne? Sollte euch ja eigentlich was sagen. Obwohl ich gar... Ich weiß gar nicht, gibt es die Regelung überhaupt in Amerika? Rechts vor links? Bin da halt, ich war noch nie da und bin auch dementsprechend da noch nie Auto gefahren. Na, dann sind wir mal ein Rollenvorbild. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine-Van.
Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mob. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. Okay, alle Gegner töten. Die haben auch Rechtsflinks. Okay, gut. Zu wissen. So, da postet jemand anonyme Anzeigen. Mhm. Wir hätten hier eine ganze Menge. Wieso bist du auf einmal außer Reichweite? Wir haben relativ viel zu sprengen. Wieso sind das auf einmal alles außer Reichweite? Ich habe doch schon weitaus größere Distanzen hier überbrückt. Na, schade, hat nicht ganz gereicht. Ich glaube, wir gehen aber rein und ballern die weg. Meine müsst ihr eh alle drauf gehen. Das hätte ich mir auch ein bisschen effizienter vorgestellt. Ja, das bringt irgendwie alles nichts. Go, go. Ich denke, wir ballern uns durch. Das dürfte etwas besser gehen. Rechts von links ausgeschildert und nach Starten unter... Okay. Gehen wir hier von Deckung zu Deckung. Steigen ein und fahren ihn einfach platt. Wie viel haben wir noch? Ein paar. Frage mich gerade, ob der da hinten auch zu... Ja, ich glaube, das sind auch Gegner. Genau, schau dir das mal an. Danke. Komm, das war doch ein astreiner Kopfschuss. So, dann lass uns doch mal nach oben so langsam. Hier sind ja auch noch einige Gegner. Um die kümmern wir uns dann, glaube ich, einfach mal später.
Bei dir warte ich jetzt, bis du hier vorbeigegangen bist und dann kriegst du auch noch ein bisschen was ab. Wäre so der Plan. Aufpassen. Jaja, würde ich auch sagen. Würde ich dir auch raten. Gibt so viel zu sprengen. Gut, das wären die da oben. Da haben wir noch vier Stück, die unten rumrennen. Fangen wir doch mal an. Einmal, zweimal. Scheiße, was ist hier los, verflucht? Das einer mitgekriegt? Ja, scheinbar. Hinterher, dieser Wichser. War echt. Augen auf, findet ihn. Ah, der ist hinter dem Ding. Okay, der letzte. Mach das.